Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zürich Unbekannte Orte. Heute zeige ich euch, was die Stadt Zürich mit dem Römischen Reich zu tun hat. Ich stehe hier am Weinplatz in der Stadt Zürich. Hinter mir sieht man das Rathaus. Da tagen die Nationalräte respektive die Stadträte, Gemeinderäte. Links von mir sieht man das Hotel Storchen, Zürich, ein altehrwürdiges Hotel. Dieser Weinplatz war ein interessanter und wichtiger Umschlagplatz, respektive ein Hafen, wo die Römer über den Zürichsee und die Römer direkt hierher gekommen sind und ihre Waren für Zürich ausgeladen haben. Und hier gibt es eine kleine Gasse, die es zu entdecken lohnt. Sie heißt Thermengasse. Hier hat man bei Bauarbeiten im Keller an einem Altstadthaus sehr alte römische Ruinen gefunden. Wie sich herausstellte, handelt es sich dabei um ein römisches Badehaus. Die Stadt Zürich hat entschieden, diesen Schatz zu archivieren und für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und so entstand die Thermengasse. Wer sich interessiert, wie die Römer damals Körperpflege betrieben haben, der findet hier eine detaillierte Beschreibung, wie ein solches Badhaus technisch funktioniert. Ein spannender Einblick in die Vergangenheit. Hier in Zürich gibt es noch viel mehr über die Römer zu erfahren und zu entdecken. Das war eine weitere Folge von Zürich Unbekannte Orte. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like von dir oder noch besser, du abonnierst diesen Kanal, damit du immer meine neuesten Videos erhältst.